Das sagte ich ja, der hat mich auch noch geschubst. Ich habe nicht mal Den mitgekriegt, dass einer kompletten Turm. herumgerannt ist. Kann sie selber verarzten, ist alles in Ordnung soweit. Ja. Alle Körperteile zwar fast rot, aber nur so ein helles Rot, es geht noch. Na Alles gut. gut. Wenn die Tanklaster funktionieren, werde ich veranlassen, dass du da reinkommst und dass sie dich dann mitnehmen zur Kirche, da kannst du dich dann, kann man dich verarzten, ne? Ja. Dass du schneller da bist. Mein kleiner Krüppel. Was wollen wir mit den Tanklastern überhaupt? Die Fahrzeuge, die gefunden wurden, auftanken. Jetzt ist er Stealth. sprachlos. Ja, weil Stealth. So, das hast du mit Absicht gemacht, Peyton, weil ich dich nicht so schnell wiederholen konnte. Offene Straße. Unentdeckt bleiben. Ja, wir sind voll mit den Hampi durch die Gegend gekurvt. Es war schon eigentlich vorbei mit Stealth, unentdeckt bleiben, als es hieß, tötet die. Fangt einen Krieg an. Also der Typ hat auf jeden Fall genug Zeit durchzufunken. Sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Unsere Jungen, sind die immer noch in der Schule, in dem Gebäude Ja, da werden die gerade drin sein. Die da? Ah ja, suchen unten wohl an jeden der, ja, Raum. unten an der Front, vor der Tür, da guckt gerade eine Waffe von unserem raus. Ist der Echo? Ich weiß es nicht. Ja, wie Könnt ihr mal gesagt. schießen, so nach dem Motto, weil wir haben nur eine Waffe gesehen. Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe nur eine Waffe und eine Hand. Wie Könnte ein gesagt, AK ne? sein. Gibt 100 Punkte, ne? Für jede 100 Punkte gibt es einen Kinderriegel. Will ich jetzt einen Sag Schalldämpfer das mal haben, nicht würde mit ich den vielleicht sogar falschen mal Leuten. riskieren, so weißt du? Nur So so ein Pim! Warnschuss. So ein Warnschuss einfach an die Scheibe da von der Tür. Also da drüber, da setzt du so Pim! Es müssten 300 Meter sein, oder? Abend dreh ich, guck mal nach mit einem Entfernungsmesser. Ich schätze mal so, sagen wir mal 200, 300 dazwischen auf jeden Fall. 147. Was? Boah, ich muss öfters wieder auf den Berg. Das geht gar nicht. Das ist der Schätzen so krass weg. Oh, die kommen oben Oh. raus. So, Gebäude dass von da außen oben ist nichts ist, sicher. das kann ich dir auch sagen. Da Dann hättest du funk ihm mal das. fragen können, ne? Erspar's ihn einfach und sag's ihm. Delta, nee, was sind die nochmal? Charlie, oder? Charlie, ja. Charlie für Bravo kommen. Ja, wir haben euch gesichtet in diesem mehrstöckigen Gebäude, gerade wart ihr auf die Dächer. Die können wir von unserer Position perfekt einsehen. Sind alle sauber. Okay, der südliche Teil vielleicht nicht. Ja, positiv. Warum beendet er den Funk? Ich habe ihn begonnen. Kannst du ihn bei der Abschlussbesprechung fragen? Bravo, hört. Der Gia war da. Was? Was? Ja, die haben gerade gefragt, wer vom Dach gefallen ist. So. Vom Turm. Sagen wir mal eher geschubst, ne? Ja, gefallen ist Ja, da so noch wie du nett gesagt. hochgesprintet bist, da hatte ich ja nicht mal annähernd die Chance, überhaupt zu Warum gehst bremsen. du wieder runter mit dem Hochseil? Hallo? Ich habe euch da unten nicht reden hören, gar nichts. Da dachte ich mir so, okay, gehe ich jetzt runter und auf einmal sprintest du mir aus den Das Treppen ist entgegen. keine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Ich habe Kann man hier so gleich laut. Grapple Yourself machen, dass wir uns abseilen und nicht, ja. Könnt's probieren. Ich probiere gar nichts mehr. Weil bis der Ciabatta da unten gelaufen ist, sind 100 Jahre vergangen. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Bist doch Arzt, du weißt dir zu helfen. Aber die Karte ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Ich finde sie um einiges schöner als Tanoa. Ja, aber ich stelle mir hier drauf jetzt mal nur so gesponnen vor, altes, so ein Live-Map. Und da war das Gespräch für mich zu Ende. Und hier war da? Ja. Rutscht immer weiter nach vorne. Da fällt er wieder.
Oh nein. Ich wollte es immer so erwähnt haben. Hättest du erst sagen müssen, wenn der Oh, halbe oh, Oberkörper oh, schon in oh. der Luft hängt. Hier, ich schubs dich gleich runter, ne? Dann nehme ich Dürfte dich nicht gehen, da meine Waffe aufgesetzt ist. und. Ich schmeiß dich doch. Eiskalt. Da unsere tolle Physik, die wir hier so haben bei uns, die sagt dann eigentlich so, nee, da klemmt was fest am Boden, den kann sie nicht schubsen. Hat Einstein bewiesen. Die Äpfel sind nicht vom Baum gefallen. Warte, wo Einstein, was laber ich da? Ja, kletter auf den. Wow. Wow. Wer ist das denn? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Vollidiot. Schade, er ist nicht verreckt. Ganz ehrlich, er hätte es verdient. Kannst sagen, was du willst. Hat sich wenigstens verletzt. Ich sag's mal, Eiko. Wer Die wäre sind denn mit? abgeschlossen. Oh. Tja, dann musst du wohl doch zu Fuß humpeln. Ja, Bravo, so verstanden. Wir begeben uns zum Medic-Fahrzeug. Ach, sollen wir runter? Ja. Gut. Peyton, du trägst den. Soll ihn tragen. Ja, aber erst muss ich ihn noch. Ja, gut, Tschüss. Rebel Yourself geht wohl. Ich habe nur Zeit. Hoi, wow. Wow. Oh, Ich bin oh, ja, verlustig geworden. vorsichtig. Alter, ich dachte schon, so Peyton, Klon komm brechen. her und heb mich. Rückstück. Kann ich mich dran gewöhnen? Gleich kannst du deine Nüsse an seinen Nacken reiben. Die sind zu klein, da merkt man nichts. Du sollst ja auch nichts merken, ja. Wenn er es merkt, das ist es ja noch perverser. Mich interessiert es nicht und er ist erregt. Armer, der Trag-mich-Simulator. Lauf noch schneller. Geh noch langsamer. Combat-Modus. So in Ordnung? Ja, eigentlich müssen wir in den Combat-Modus gehen, würde das schon passen. Ja, So? genau. Und Lustigerweise, nach dem neuen Update wieder nicht bei mir funktioniert. Wahrscheinlich haben sie die Tasten wieder geändert. Das ist sowas von. Sie hatte ganz dicke, dicke Euter. die würde ich jetzt Dicke gerne und tragen, dicke ne? und dicke Euter, die wir moltern. Trag Ciabatta auf meinen Rücken und seine dicken Titten. Ich war Ciabatta. Ja. Ja, wir werden gleich einen Angriff starten. Der verlegt gerade alle Teams Richtung Borg. Auf die Burg? Ja, die Burg da rechts oben. Okay. Komischer Baum, guck mal hier. Das ist komplett schwarz von der einen Seite. Ah, nette Bug. Lol. Also, ein paar Texturfehler hat die Karte noch. Ja, Import, ne? Ja, mein. Dennoch gefällt mir die gut. Solange die FPS gut sind, ist das positiv. Definitiv tausendmal besser als Tanoa. Wir haben Tanur nicht mal. Bleib mal ein bisschen langsamer. Irgendwie läuft uns gerade auch ein bisschen davon. Ja, Okay. ich Tanoa gehasst habe. So, ganz wieder. Nein. Ach so. Halt dein Maul wieder weiter. Ich dachte schon, ich muss weiter laufen. Ich immer so, man hat Tanuren eigentlich nicht wirklich ausgenutzt, finde ich. Mal so richtig Bock auf Waldkampf hätte ich schon gehabt und nicht immer nur auf offenen Dann Ecken. hätten wir aber immer verloren. Weiß man doch gar nicht. Ich, Du alle hast die sagen sie immer, KI die gerade. schießen durch. Nein, alle Du hast sagen sie doch immer, gerade man, gesehen, wie die es abgegangen schießen. ist.
Ja, das Problem ist, hat damit halt, nichts zu tun. Andere sagen halt, immer, die schießen durch die Büsche durch. Tun sie nicht, das habe ich selbst schon so oft gemacht. Aber ich die KI in einem Wald. Das Problem ist, die sehen einen Zipfel von dir und dann fangen die anderen drauf rumzuballern. Das ist scheißegal, das ist auch, wenn du hinter der Mauer bist und sie das gucken und Spalt von deinem Arsch raus, das sehen sie. Das ist da genau das gleiche. Nein, aber Problem ist einfach nur, du siehst die halt, ich finde, du kannst sie nicht so schnell entdecken, wie sie dich entdecken. Hast du schon mal XC gespielt? Einfach mal die Herausforderung in sich nehmen. Haben wir schon. Exile. Durch Exile. Exile, wo jeder mit einem Scharfschützengewehr rumrennt und glaubt, er ist ein King. Ist nee, danke, nee. Muss ich nicht spielen. Dort ist auch PvE. PvE, dafür ist mir das nicht ausgereizt genug. Da hättest du noch viel mehr Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja, aber es ist dieselbe KI. Die aber nicht getan werden. Und die haut dich da weg, finde ich. In den Wäldern. Ich kann dir gerne die Fups-KI geben, wenn du willst. Die schießt dich auch 5 Kilometer weg. Und du fragst dich, was war das? Die ist richtig mies. Die haben wir auch mal, wo ich damals noch, bevor ich hier war mit meinen Leuten da in der Gruppe zusammengespielt habe, öfters mal haben wir auch, die haben wir auf 1,5 Kilometer eingestellt. Alles klar. Also Scharfschützentrupps natürlich nur. Die anderen haben wir auf 800 Meter eingestellt. Was glaubst du, wie oft wir schon beschossen wurden, bevor wir überhaupt was gerafft haben, wo das herkam? Ja, die KI da war auf definitiv auf 10 oder 20 Meter jetzt eingestellt. Und das würde ich nicht sagen, ich glaube, die haben es einfach rechtzeitig mitbekommen, mit Glück, ne? Ja. Hätten wir es doch mal von oben abschießen sollen. Oh, ich glaube, Shepater ist verstorben. Wir können ihn direkt in der Kirche beerdigen. Wow. Finde ich gut. Ja, na komm, dann machen wir das. Ich leg, ihn auf dem Dingens. Ah, komm, nein. Boah. Ach nee, einsteigen kannst du selber. Nein. Natürlich. Nein. Du Stück Scheiße. Nutze ich das nochmal als Pinkelpause. Ich mache mal mein linkes Bein zu. Bei James Payton ist an dem Müll. Ehrlich, mit einer kleinen Quetscherletzung bist du jetzt am Humpeln. Ja, ich bin von dem Turm oben komplett runtergefallen. Ja, aber du eine kleine Quetscher. Ich bin auch mal kurz pinkeln. Erste-Hilfe-Set läuft. So, wieder da. Oh, muss ich jetzt wieder selber laufen? Oh, so ein Scheiß. Ja, warte, ist wieder in Ordnung. Deswegen dir. So, dann gehen wir direkt zur Burg. Lass das lieber, sonst schubst du dich nochmal. Siehst du, das war Absicht, da hast du es gehört. Nein. Ja, wenn ihr beide nicht geschafft habt, dann schubst du die beide. Ja, sie schaffen das gar nicht, mich zu schubsen. Wir schubsen jetzt einfach den Berg runter. Sind da gerade zwei Schüsse gewesen? Ja. Keine Ahnung. Juhu, wir greifen an, sonst sind viel zu spät. Fing fest. Geht ja, durch. Hab dich festgehalten. Hab ich nämlich nicht eingesehen. Aha. Gucken, ob wir heute noch eine Konfrontation kriegen, weil 15 Magazine sind, glaube ich, nicht umsonst dabei. Würde mich nicht mehr stören, wenn wir keine haben. Na, wir rücken mal Richtung Delta. Ich meine, wir schalten uns ja schon selber aus, ne? Natürlich. Pure Verzweiflung.
Kannst auch wieder rausgehen aus dem Bombardmodus, wenn du willst.